Hallo und herzlich willkommen zu Java. Dieses Mal geht's weiter mit Java Swing und Snake Programmierung, also Spieleprogrammierung in 2D. So, letztes Mal haben wir hier erstmal unser Spiel gesetupt, sozusagen, die Basics dazu gemacht, hier ein paar Variablen aufgesetzt und den Keylistener hinzugefügt, ein paar grundlegende Sachen, die Images geladen und unsere Snake an den Startpunkt gesetzt. Und dann die Methode hier aufgerufen, die wir jetzt implementieren wollen. Gut, also fangen wir an. Und zwar sagen wir hier erstmal, wir wollen diesen Apfel. Ich glaube, ich nenne die Methode um. In SpawnApple. Denn das ist ja eigentlich genau das, was wir machen wollen. Wir wollen einen Apfel hier drin spawnen. Und das kann jetzt nicht nur hier im Konstruktor passieren, sondern immer. Und deswegen sollte man eigentlich einen vernünftigen Namen haben. Gut, also sage ich jetzt einfach mal, okay. Wir brauchen Apfel. Dazu brauchen wir erstmal hier noch ein paar Variablen, nämlich wo der Apfel sich befindet. Dann nenne ich einfach mal Apple X. Da es nur einen Apfel geben kann, brauchen wir hier auch nur ein Integer und kein Integer Array. Und private int Apple Y. So. Und jetzt können wir hier schon das Ganze machen. Und was wir hier machen wollen, ist folgendes. Wir wollen das Ganze ja... wir wollen... diesen Apfel spawnen an einer zufälligen Position. Das heißt, wir brauchen hier erstmal int random gleich math.random und das Ganze aber das soll an der Stelle sein, die natürlich noch nicht außerhalb des Bildes ist. Und random liefert mir immer eine Zahl zwischen 0 und 1. Ja, wenn ich jetzt hier schon casten würde, dann wäre das relativ witzlos, dann würde einfach immer 0 rauskommen, weil ich hier einfach den Restteil abschneide. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich noch hier mit, keine Ahnung, was hatten wir, 300 auf 300, also sagen wir hier mal, müsste ich mit 29 multiplizieren. Und jetzt kann ich x ausrechnen, ihr werdet gleich sehen, warum mit 29 und nicht mit 290 oder 299. Und wobei ich das tatsächlich machen könnte, aber ist egal. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, Apple an der Stelle x ist random mal die Breite der Schlange, also Snake Width. So. Und jetzt brauchen wir das Ganze natürlich noch für die Y-Koordinate. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, okay, wenn ich das jetzt an irgendeiner zufälligen Stelle spawne, dann kann es doch sein, dass wir überhaupt schon auf der Schlange spawnen. Das stimmt, aber das wird nachher gecheckt, jedes Mal nämlich, wenn das Ganze läuft. Also während dem Spiel quasi, weil es kann ja auch sein, dass die Schlange einfach mal draufläuft, also quasi den Apfel frisst. Und dann müssen wir das ja auch noch checken. Das heißt, wir müssen so oder so checken und deswegen können wir das hier auch einfach rauslassen. So, random mal snake width, genau. Sehr schön. Also quasi zweimal dieselbe Berechnung für x-Wert und für y-Wert. Das heißt, wir haben eine zufällige Stelle für unseren Apfel. Gut, so und jetzt was wir machen wollen ist, wir wollen jetzt die Schlange natürlich bewegen können. Und wenn wir die Schlange bewegen wollen, dann brauchen wir einen sogenannten Action Listener und den brauchen wir hier oben noch. Das heißt, wir schreiben hier implements Action Listener. So. Und jetzt sehen wir hier, wir haben einen Fehler. Add unimplemented methods. Und hier unten haben wir jetzt diese sogenannte Action Performed Methode. Und diese Methode wird einfach jedes Mal aufgerufen, wenn wir irgendwas machen. Also wenn irgendwas passiert, dann ist es immer eine Action, die performed wurde. Und hier müssen wir jetzt einfach reinschreiben, was wir für eine Action haben. Und was wir da machen wollen. Also jedes Mal, wenn irgendeine, zum Beispiel eine Key-Eingabe kommt, dann wollen wir diese Action eben überprüfen. Dieses Argument hier, das ist eigentlich meistens eigentlich ein E, so bin ich zumindest gewohnt. E für Event. Oder AE für Action Event, aber okay. So, also jetzt sagen wir hier erstmal, wenn das Spiel noch läuft,
Dann wollen wir das machen. Und dann brauchen wir, wie ihr seht, schon wieder eine neue Variable. Und hier sagen wir, okay, ganz hier unten. Wir sagen, running is true. Weil wir ja hier das Spiel quasi einfach gestartet haben. So. Und jetzt wollen wir hier als erstes mal unseren Apfel, den wir hier gerade gespawnt haben, checken. Also check Apple. Macht gar nichts. Außer selbst wieder irgendwelche Methoden aufzurufen. Dann check Death. Also ob wir gerade gestorben sind oder ob wir irgendwo halt angestoßen sind. Und dann wollen wir die Schlange bewegen. Genau in die Richtung, die wir bekommen haben. Move, was ist damit? Ach ja, richtig, okay, die Methode gibt es schon. Dann nennen wir sie einfach Move Snake. Die Methode gibt es hoffentlich noch nicht, ja. Dachte ich mir doch. So, und dann wollen wir das ganze Ding wieder zeichnen. Und das ist diese Update-Methode. So, jetzt haben wir hier vier Methoden reingeschrieben, die wir noch nicht geschrieben haben. Wow. Okay, viel Arbeit vor uns. Mal gucken, ob wir das tatsächlich noch alles dieses Video schaffen. Das wären dann zwei Videos für Snake. Das wäre ein bisschen arg wenig, aber hey. Für euch, warum nicht? Gut. Also fangen wir an mit der Check-Apple-Methode hier. Los. So. Was wir hier machen wollen, ist, wir wollen wissen, ob die Snake vielleicht unseren Apfel gefressen hat. Und deswegen sagen wir erstmal, okay, wenn der Kopf der Schlange, also X0, auf unserem Apfel liegt, und gleichzeitig noch der Y, also der Kopf auf der Y-Achse, also wenn der Kopf quasi drauf liegt, sowohl Y als auch X-Koordinate, dann sagen wir, die Schlange kriegt einen zusätzlichen Schwanz angehängt. Und das haben wir hier mit unserer Tail Amount Variable. Das heißt, wir müssen hier Tail Amount um 1 erhöhen, weil die Schlange ja 1 länger wird, genau 1. Das Ganze heißt hier natürlich Snake X, Snake Y. Also dann wird die Schlange 1 länger und wir brauchen einen neuen Apfel. Locate Apple. Nein, halt, wie habe ich es genannt? Spawn Apple. Spawn Apple. So. Und das war es eigentlich auch schon, wenn wir den Apfel checken wollen. Das passt so. Gut. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen prüfen, ob wir gestorben sind. Und die Methode wird ein bisschen länger als die hier unten. Check Death. So. Wir wollen gucken, ob wir gerade gestorben sind. Also, die Schlange stirbt, sobald sie sich selbst irgendwie beißt oder sobald sie versucht, die Wand zu futtern. Ja, gut. Also, als allererstes mal müssen wir durch unsere ganzen Tails drüber iterieren und schauen, ob sie sich selbst gebissen hat. Also quasi, ob der Kopf irgendwo, ja, irgendwo drauf liegt. Also sagen wir hier int i gleich. Achso, ja, aber das machen wir natürlich nicht für alles. Also sie kann sich ja zum Beispiel gar nicht beißen, sobald sie nur drei Tails hat. Weil, überlegt euch das einfach mal. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, wir können uns hier ein paar Berechnungsschritte sparen. Ich sage einfach mal Tail Amount. Also wir fangen oben an. Dann sagen wir i ist größer als 0 als Abbruchkriterium. Wobei, nee, wir sagen einfach i ist größer als 3 als Abbruchkriterium, weil sie sich nicht beißen kann, sobald sie nur 3 hat. Und i minus minus. Also wir laufen einfach nicht komplett durch, sondern nur von Tail Amount bis eben größer als 3. Okay. Wenn die Schlange. Wenn der X, also wenn der Kopf der Schlange dieselbe Position hat wie X von Z und die Schlange Y von 0 hat auch Y-mäßig den Kopf an der Stelle, wo sie noch irgendeinen anderen Schwanz hat,
Dann sagen wir, wie haben wir die Variable genannt? Running. Running gleich false. So. Und das muss natürlich hier wieder mal Snake heißen. Ich mache das irgendwie die ganze Zeit falsch, weil irgendwie die Schlange für mich das Hauptding ist. Deswegen ist alles bei mir Y und X ist die Schlange. So. Und jetzt wollen wir natürlich noch checken, okay, hat sie irgendwo die Wand gerannt? Und dazu sagen wir, wenn ihr Kopf, also ihr, es muss ja immer ihr Kopf sein, der irgendwo außerhalb ist. Also wenn ihr Kopf größer als die Breite ist, also die Breite 300 hier oben, das heißt, wir sind rausgekommen, also größer Width oder. Und jetzt ist es hier tatsächlich ein Oder, weil wenn ihr hier muss es natürlich die Höhe sein, weil ich nach dem Y-Wert gefragt habe. Wenn ihr X-Wert vom Kopf, also tatsächlich auch ein Oder, wenn es X draußen ist oder wenn es Y draußen ist, dann hat sie verloren, beziehungsweise dann hat der Spieler verloren. Größer gleich die Breite. Oder aber, wenn wir kleiner als 0 sind, also wenn der Kopf an der Y-Achse, warum fange ich eigentlich mit der Y-Achse an? Ist egal. In der Y-Achse kleiner als 0 ist oder wenn ihr Kopf auf der X-Achse kleiner als 0 ist. Das heißt, wenn sie unten rausgelaufen ist, beziehungsweise links rausgelaufen ist. Ja, falsche Klammern. Dann sagen wir, Running ist auch false. Dann haben wir verloren. Okay. So. Das war die Methode. Und jetzt haben wir nur noch die Move-Methode hier drin und die Update-Methode. Ja, okay, aber das ist was anderes. Die Update-Methode mache ich in einem extra Video. Hier möchte ich jetzt allererstes mal noch die Move-Methode machen. Die ist nämlich nicht ganz so trivial, wie man sich das vorstellen würde. Weil wir ja die Schlange quasi dorthin bewegen, also quasi ihr die ganzen Glieder nachrücken und ihr Kopf auf eine neue Position kommt. Also sagen wir als allererstes mal, okay. Wir iterieren wieder von oben drüber. Tailamount. I ist größer als 0. Weil wir wollen den Kopf extra berechnen. Der Kopf darf ja nicht dabei sein, denn der Kopf kommt ja an die neue Stelle. Jetzt machen wir aber als allererstes mal die I muss minus minus sein natürlich. Wir wollen quasi die Schwänze, dass die 1 nach vorne rutschen, also an die X- und Y-Stelle, die der Teil davor hatte. Also sagen wir Snake X an der Stelle I. Das ist das letzte jetzt, also beim ersten Durchlauf das letzte. Und den wollen wir auf das vorletzte setzen. Also Snake X an der Stelle I minus 1. So, und jetzt machen wir genau dasselbe noch mit Snake Y an der Stelle I. Ist gleich Snake Y an der Stelle I minus 1. Und somit haben wir den letzten Bobble, beziehungsweise alle nachfolgenden auch, auf die Stelle von davor gemacht. So, und die letzte Iteration ist, wir setzen den Bobble vorm Kopf an die Stelle, wo der Kopf war. Und jetzt müssen wir nur noch den Kopf verschieben. Und den Kopf verschieben wir folgendermaßen. Wir sagen ganz einfach, okay, wir kriegen das irgendwo her und schreiben uns hier oben noch eine neue Variable. Nennen wir sie private int direction. So. Und jetzt sagen wir hier, okay, von mir aus nehmen wir einen Switch Case. Switch über direction. Okay, fangen wir an. Case, wenn es 0 ist, dann soll das bedeuten, ich schreibe das Komma hier oben noch dazu. So, 0 gleich left, 1 gleich right, 2 gleich up und 3 gleich down. Das ist quasi das, was der User hier eingibt. Okay, dann wollen wir hier einfach mal drüber switchen. Wo sind wir?
Hier. Okay, wenn es 0 ist, hatte ich gerade gesagt, das ist, ich kopiere das hier einfach auch mal runter, dann haben wir das unten auch noch. Hier, wo wir den Switch haben. Dann sagen wir, okay, 0, dann gehen wir auf der X-Achse 1 nach links, also 1 kleiner machen. Also x von 0 ist gleich nicht ist gleich, sondern minus gleich, weil wir wollen den Kopf ja tatsächlich verschieben. Also wir sagen, da wo der Kopf gerade aktuell liegt, der liegt noch an der Stelle, wo er vorher war, weil da oben haben wir ja den Kopf nicht verändert. Nur da liegt jetzt auf dem Kopf, liegt jetzt halt schon dieser nächste Teil drauf. Das heißt, wir müssen den Kopf noch verschieben. Und wir wollen ihn so weit verschieben, wie die Schlange breit ist. Nämlich Snake Width. Weil sonst gibt es ja eine Kollision. Okay. Und dann breaken wir hier natürlich noch, wie immer, bei einer Switch Case. Dann sagen wir hier Case 1. Okay, was ist 1? Naja, wir wollen nach rechts. Und hier habe ich mal wieder das Snake vergessen. Snake X. Hier Snake Y. Nee, auch Snake X. Wir wollen ja nach rechts jetzt gehen. Das heißt, wir addieren da drauf die Breite der Schlange. So. Achso, breaken noch. Dann, wenn wir an der Stelle 2 sind, also wenn Direction 2 ist, dann wollen wir nach oben. Das heißt, wir verändern an der X nichts mehr, aber an der Y verändern wir noch was. Also Snake Y gleich nach oben, wartet kurz, jetzt muss ich überlegen. Wir zählen von unten links, das heißt, wir müssen das Ganze subtrahieren mit der Snake Width und Case 3. Ich habe schon wieder den Break vergessen. Setzen wir die Snake Y an der Stelle 0, also den Kopf wieder mal, die Y-Position des Kopfs. Die X-Position bleibt dann in dem Fall, also in den beiden Fällen hier unten, unverändert. Das ist ja auch okay, weil die verändert sich ja dann auch tatsächlich gar nicht. So, wenn wir nach unten gehen, dann addieren wir hier die Snake Width drauf. Wir fangen oben an zu zählen, nicht unten, natürlich. Aber ja, Break. Und Default wäre. Also falls irgendjemand, keine Ahnung, hier in diesen Integer irgendwas Bescheuertes reinschreibt, wäre unser Default einfach nur ein Break. Da wollen wir gar nichts machen. Das heißt, der ja, sollte eigentlich nicht passieren. So. Und jetzt haben wir die Schlange bewegt. Sehr schön. Gut, und nächstes Mal geht es weiter mit dem Grafikteil, den wir dann tatsächlich auch machen und nicht mehr, also mit der Update-Methode hier. Und nicht mehr nur mit dem ganzen Snake-Gedöns. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und Kommentare, Likes etc. sind natürlich immer gerne gesehen, Abos sowieso. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.